Hallo, schön, dass du bei diesem Video wieder mit dabei bist. Du hast dir eine Buchschranktour gewünscht und selbstverständlich komme ich diesem Wunsch sehr gerne nach. Ist für mich, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, einmal so jedes Buch einzeln in die Hand zu nehmen, zu schauen, was habe ich da eigentlich so. Könnte wirklich spannend sein. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Yvonne und du bist bei Himbeere liest gelandet, die ja vor kurzem umgezogen ist und nun ja ein eigenes Bücherzimmer hat. Und ich bin mega stolz drauf und mega happy. Liebe es total. Ja, es ist auch hier und da ein bisschen dekoriert. Es sind mehr als nur Bücher in den Regalen, aber das zeige ich dir dann gleich. Vorab aber auch eine kleine Triggerwarnung. Ich habe wirklich auch sehr viele ungelesene Bücher in meinen Regalen mit dazwischen. Ich habe kein eigenes Subregal, sondern mein Sub ist verteilt auf die Regale. Und die Zahl bewegt sich immer so um die 500. Also es sind wirklich sehr viele ungelesene Bücher. Wenn dich das stört, wenn du damit nicht klarkommst, wenn du sagst, du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand so viele ungelesene Bücher hat und dich das wirklich triggert, brauchst du mir nichts Böses zu schreiben, sondern schalt einfach ab, dann guck dir das lieber nicht an. Ich habe schon sehr viele Bücher gelesen von denen, die hier stehen, aber eben wirklich nicht alle. Und dir soll das Video ja Spaß machen und dich auf gar keinen Fall aufregen. Für alle anderen starten wir jetzt einfach mal. Ja, die Kamera gedreht. Also, ich habe ein Bücherzimmer aus 8 breiten Billigregalen und 3 schmalen. Das hier sind alles so Krimi- und Thriller-Bücher. Dies alles ist Fantasy. Und da beginnen meine historischen Romane. Genau, wenn ich es einmal umdrehe. Da stand ich jetzt gerade. Das sind wie gesagt so Young Adult, New Adult Geschichten, aber auch so ja, ein bisschen ernstere Themen. Hier unten sind Kinderbücher, also muss ich dir dann auch eben alles mal in Ruhe zeigen. Aber heute soll es erstmal um die Thriller gehen. So, wir starten einfach mal mit den obersten beiden Regalen. Du siehst, ich komme hier so eben noch dran. Ich stehe also wirklich hier unten davor. Hier haben wir also meine Eve Dallas-Reihe. Geschrieben wurden die Bücher von J.D. Robb. Das ist das Pseudonym von Nora Roberts für diese Eve Dallas-Reihe eben. Es sind hier Krimi-Romane, die so etwas in der Zukunft spielen, also in einer nahen Zukunft. Ich glaube, wir beginnen in den 90ern mit so 80 Jahren in der Zukunft. Mittlerweile sind wir ja auch schon von unserer Jahreszahl weiter vorangeschritten. Trotzdem ist es noch eine richtig krasse Zukunft, die bei uns wirklich noch weit entfernt liegt. Also das Reisen ins Weltall ist hier alltäglich, um zu arbeiten, um zu shoppen, um sich auszuruhen, zu relaxen. Es gibt so tolle Resorts da und so etwas. Also das ist noch sehr utopisch für uns jetzt hier auf jeden Fall. Trotzdem gefällt mir die Reihe richtig, richtig gut, weil wir hier so viele Errungenschaften haben, die interessant sind, die einfach, ja, da hat sich Nora Roberts einfach wirklich was einfallen lassen. Da merkt man einfach, sie hat das wirklich so, ja, auf sich wirken lassen, diese ganze Zeit und hat sich wirklich viele gute Dinge ausgedacht und das gefällt mir richtig gut. Auch die Weltanschauung, die zu dieser Zeit vorherrscht, gefällt mir. Der Blick auf die Politik, auf die Menschen, auf die Natur, alles hat sich hier wirklich stark verändert und es gefällt mir richtig gut. 50 Bände sind, glaube ich, mittlerweile erschienen. Es gibt ja auch so ein paar Zwischenbände, von denen habe ich hier auch einen. Das sind solche Kurzgeschichtenbände, glaube ich. Hier sind 3 einzelne Geschichten drin, aber von diesen 50 habe ich bisher erst 29. Also hier ist noch ein bisschen Platz ja auch und wenn nicht, dann weiten wir das Ganze halt nach unten aus. Also ich habe noch einiges, was ich da zusammensammeln muss und natürlich auch noch einiges, was ich lesen muss. Mittlerweile, ich habe schon natürlich gelesen, wäre der 6. Band dran. Das ist hier Mord ist ihre Leidenschaft. Das ist also der nächste Band, der bei mir jetzt ansteht. Ja, erschienen sind die jetzt alle hier im Blandwald Verlag. Ich versuche, dass ich immer alle in der gleichen, ja, Ausgabe bekomme, in der gleichen Optik. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Covers. Diese hier, dann habe ich hier einmal eins erwischt, was so ein bisschen anders ist. Du siehst, das Blandwald-Zeichen steht da oben, nicht hier unten. Siehst du das überhaupt? Kommt das bei dir? Jup, 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 jup. Ich kipp dich einmal. Ne? Hier oben ist das Blandwald-Zeichen und nicht hier unten. Also
Ja, ne? Wenn man jetzt kniepig wäre, würde ich sagen, jetzt brauche ich nochmal neu. So ist es aber ja nicht. Aber es gibt die ja eben auch nicht nur mit diesen Pflanzen drauf, sondern auch mit Gegenständen. Das ist, glaube ich, die erste Auflage. Bei Weltbild sind sie erschienen mit Frauen vorne auf dem Cover. Es gibt die Bücher auch in ganz weiß, es gibt sie auch im Hardcover, also verschiedenste. Ich versuche immer, dass ich halt welche aus dieser Auflage hier bekomme. Ja, und sammel die halt so ein bisschen zusammen. Also das könnte man einfach so sagen. Die ersten drei musste ich mir wirklich neu kaufen, weil ich die nirgendwo gefunden habe. Ansonsten sind das hier oft Bücherschrankfunde. Ich hatte mal Glück bei eBay Kleinanzeigen. Da habe ich für 3 € das Buch wirklich meinen ganzen Batzen holen können. Da war ich sehr happy mit. Und ich gucke halt immer wieder auch auf Flohmärkten halt danach, ne? Doch, die Geschichten gefallen mir richtig gut. Mit Eve Dallas bin ich immer noch nicht so ganz warm geworden. Ich mag sie zwar immer mehr. Ich liebe halt wirklich, wie die Menschen zu der Zeit ja, die Erde wahrnehmen, die Umwelt wahrnehmen. Das gefällt mir halt eben richtig gut. Und die Kriminalfälle finde ich auch wirklich gelungen. Sie sind nicht so mega spannend, aber sie sind wirklich gut gelungen. Und ich mag eben auch die Beziehung, die Eve Dallas da führt. Mittlerweile ist sie ja auch schon verheiratet mit Rock. Das ist so ein Multimilliardär und das hat irgendwie voll was, ja. Ich mag die Reihe sehr gerne und hier ist ja auch noch wirklich einiges an Platz, was ich noch auffüllen kann. Noch habe ich den Platz mit so einem Globus ausgefüllt in Schwarz-Silber. Passte irgendwie einfach dazu, ne? Ja, mehr ist dazu, glaube ich, nicht viel zu sagen. So, jetzt sind wir hier schon auf Augenhöhe bei mir. Das gefällt mir sehr viel besser. Da komme ich viel besser dran. Hier vorne habe ich jetzt eine Krimireihe stehen. Die habe ich vor kurzem auf einem Flohmarkt ergattern können von MJ Arlinger. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Die Krimireihe D.I. Grace. Der erste Band hier heißt Einer lebt, einer stirbt. Und das habe ich mir, ich glaube, das habe ich letztes Jahr im Mai oder im Juni gelesen. Das hatte ich mir von einem Arbeitskollegen ausgeliehen. Der sammelt auch so Thriller und Krimis und sagte, ach, das musst du unbedingt lesen. Und es hat mir wirklich mega gut gefallen. Also der erste Band hier war schon richtig gut. Wir haben hier auch eine Frau als Kommissarin, die auch so ein bisschen besonders ist, ähnlich wie Eve Dallas. Also sie hat auch eine eindeutig krasse Vorgeschichte. Von der Geschichte erfährt man hier im ersten Band schon so ein bisschen, aber ja, natürlich nicht das ganze Ausmaß und ihr Team ist mir sehr ans Herz gewachsen in dieser Story und der Krimi an sich, also der Thriller ist einfach hier wirklich fantastisch, also wirklich toll. Dann habe ich halt auf dem Flohmarkt eben den ersten Band gefunden und eben auch weitere Teile. Der zweite heißt Schwarzes Herz. Dann haben wir hier eine andere Auflage zwar, aber das ist der Kalter Ort in Flammen, Letzter Schmerz. Und Blinder Hass. Ich glaube, ein Buch fehlt jetzt noch tatsächlich. Dann hätte ich die Reihe auch komplett. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Reihe, mit der ich weiterlesen möchte. Den ersten Band kenne ich schon. Der hat mich sehr überzeugt und dann darf es auch demnächst einmal weitergehen. Und dann kommt als nächstes hier auch schon meine ganze Andreas Gruber-Sammlung. Angefangen hat bei mir ja wirklich alles mit Todesfrist. Das ist ja dieses Buch hier. Das ist ja der erste Band der Reihe mit Martin S. Snyder und Sabine Memetz. Ich habe es total geliebt. Ich habe es so verschlungen. Ich fand es so spannend. Der Schreibstil ist einfach so besonders, so mitreißend, richtig gut. Andreas Gruber mag es ja aus 2 verschiedenen Perspektiven mindestens zu schreiben. Und das gibt einfach so einen guten Lesefluss. Man springt immer so hin und her und kann es einfach gar nicht aus der Hand lesen. Bisher habe ich wirklich alle Bücher zusammen mit Frederike vom Kanal Book Vampire gelesen. Wir lesen ja alle Gruber-Bücher so im Buddy-Read und sind da wirklich auch bisher immer einer Meinung gewesen. Klar, man hat dem einen ein Buch etwas besser gefallen als dem anderen oder eben umgekehrt, aber wir sind immer einer Meinung. Also es war wirklich, wirklich bisher interessant. Ja, ich fange aber erstmal hier vorne an. Das ist die einzige Reihe, die wir noch nicht gelesen haben. Hier geht es ja um einen Privatdetektiv, um den Ermittler Peter Hogarth. Der erste Band heißt Die schwarze Dame. Dann kommt hier Engelsmühle und die Knochennadel. Und ich glaube, das ist auch nur eine Trilogie. Genau, und die habe ich schon zusammen. Und da wir jetzt gerade erst eben die Rachereihe abgeschlossen haben, haben wir schon besprochen, das ist die nächste Reihe, der wir uns dann widmen werden. Ja, wir mögen sie einfach total gerne. Herzgrab ist ein Einzelband, obwohl er hier so perfekt zu den 2 anderen Bänden passt, ist das hier wirklich ein Einzelband. Das hat Frederike böserweise einmal zwischendurch irgendwann alleine gelesen. Das heißt, das müsste ich dann auch irgendwann einmal nachholen. Ich weiß gar nicht. Wenn Liebe zur Obsession wird und Rache zum blutigen Wahn. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch einen extra Ermittler? Meistens gibt es hier vorne ja so ein,
Die junge Wiener Privatdetektivin Elena Gering. Okay, also es geht um eine Privatdetektivin. Wahrscheinlich auch dann sie jetzt alleine, ohne du. Jetzt geht die Sonne gerade ein bisschen weg, aber es geht noch vom Bild, ne? Genau, müsst ihr dann halt einfach mal alleine lesen. Dann kommt ja die ganze Todesreihe, wie gesagt, von Martin S. Snyder. Der erste Band haben wir hier, Todesfrist. Todesurteil der zweite. Todes im Märchen, der dritte. Die waren alle richtig, richtig gut. Dann hat sich ja das Cover geändert. Ich habe keinen Plan, warum. Und Todesreigen war auch echt der schlechteste Band. Also der passte überhaupt nicht zu den übrigen. Ob er da was anderes ausprobieren wollte, ich habe keine Ahnung. Aber Gott sei Dank war dann Todesmal wieder richtig gut. Todesrache. Kriege ich es noch alle hin hier? Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Und Todesschmerz kommt dann zum Schluss. Genau, die habe ich, wie gesagt, alle mit Friederike zusammen gelesen, haben uns mega gut gefallen und ja, eine große Empfehlung einfach nur. Also ich glaube, auch der erste Band ist richtig gut, um so in die Reihe reinzustarten. Natürlich haben wir hier starke Charaktere, starke Ermittler. Martin S. Snyder ist wirklich so ein ganz spezieller Typ. Den muss man einfach wirklich gut kennenlernen am Anfang, sonst macht das wirklich wenig Sinn. Man muss da so einen guten Einstieg haben. Und ich finde auch, gerade der Anfang, wirklich der Prolog am Anfang, ist schon ziemlich crazy. Und ohne Friederike hätte ich da schon zugemacht, weil mir das zu hart war. Aber es ist auch die härteste Stelle im ganzen Buch. Danach wird es einfacher zum Lesen. Und ich bin froh, dass wir diesen Buddy Read hatten und ich dann dran geblieben bin. Und ja, sonst hätte ich die Reihe halt nicht weitergelesen. Sehr schade im Nachhinein, weil es ist wirklich, wirklich gut. Ja, dann kommt die Rache-Reihe mit Walter Polarski und Evelyn Myers. Da haben wir hier einmal den Rache-Sommer, den Rache-Herbst. Jetzt kippt er da gleich runter. Den Rache-Winter und den Rache-Frühling. Rache-Frühling haben wir jetzt gerade erst im Juni beendet. Also gerade Rache-Winter und Frühling haben wir im Juni gelesen und ja, sie gefallen uns einfach richtig gut. Wie gesagt, wir sind große Andreas Gruber-Fans. Das hat sich auch mit dieser Reihe nicht verändert. Ist super geschrieben, mega flüssig. Man kommt da so gut rein und die Reihe an sich hier ist wirklich, wirklich, wirklich anders. Bei der Todesreihe ist es so, dass das letzte Drittel, Viertel sich oftmals ein bisschen zieht und nicht mehr so viel passiert. Es ist hier genau anders. Das letzte Viertel ist nochmal so spannend. Es passiert in allen Büchern nochmal so viel. Also da hat er so ein bisschen was von seinem Stil geändert. Das war aber nur vom Vorteil. Ja, es ist schade, dass ich das nicht mehr hier mit reinkriege. Ich muss mal gucken. Vielleicht muss irgendwann mal hier vorne die Reihe mit D.I. Grace umziehen, wenn es noch mehr von Andreas Gruber gibt, dann ja sowieso. So, jetzt kann ich dich schon auf den Boden stellen. Das Stativ reicht schon für diese Reihe jetzt hier. Hier kommen jetzt sehr viele ungelesene Bücher. Wir starten gleich mit der Reihe von Monika Feeth, Der Schattengänger. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Reihe denn? Ach, das ist die Jette-Reihe, ganz genau. Die habe ich mir wirklich so zusammengesammelt in Bücherschränken auf Flohmärkten. Ich glaube, es fehlt da auch noch so einiges. Es sind ja mehr so Jugendthriller irgendwie. Ich muss da auch unbedingt mal mit anfangen. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich glaube, der Erdbeerpflücker ist das erste, was mir in die Hände gefallen ist. Und dann habe ich geguckt nach den übrigen, habe die so ein bisschen zusammengesammelt und ja. Kennst du die Reihe? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Von Monika Feeth habe ich hier noch ein weiteres Buch, Teufelsengel. Da weiß ich jetzt gerade auch gar nicht. Ich habe es in meinen Aufzeichnungen ja bestimmt, ob das dazugehört. Nee, schaut nicht so aus. Alice Kaufmann. 4 Tote, 4 Morde, 4 Geheimnisse. Nee, das scheint so ein Extraband zu sein. Habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe von denen jetzt hier wirklich sehr, sehr viele noch nicht gelesen. Weil bei Thrillern ist das wirklich so, lese ich sie und sie gefallen mir nicht, sortiere ich sie halt eben direkt aus. Von Ursula Posnanski habe ich hier Vanitas, Grau wie Asche. Das ist ja ein Teil einer Reihe, nicht der erste. Habe ich bei Thalia auf dem Wühltisch quasi so ein Mängelexemplar gefunden und einfach mal mitgenommen. Müsst ihr jetzt erstmal nach dem ersten Band Ausschau halten. Von Ethan Cross, Ich bin die Nacht. Das ist ja dieses ganz schwarze Cover. Da gibt es ja auch verschiedene von. Es gibt, glaube ich, auch in Rot und in Gelb. Und ich habe noch eins mit diesem Buchschnitt, wo das irgendwie auch nochmal so draufsteht. Finde ich total interessant. Bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Ich meine, das ist aus der Sicht des Killers geschrieben.
Nur eins ist dunkler als die Nacht, das Herz dieses Killers. Ja, ich glaube. Also mal was ganz anderes, ne? Aus der Sicht des Bösen quasi. Klingt wirklich gut. Ich bin gespannt drauf und ja, will es auch unbedingt mal entdecken und gucken, ob ich mir auch die übrigen Bände dann hole dazu. Ah, das hier habe ich gelesen. Melinda Mullert, Whisky mit Mord. Das ist der erste Teil auch einer Krimi-Reihe, die mir nicht gefallen hat. Ich habe gerade noch erzählt, ich sortiere die direkt wieder aus, ne? Ja, also es war jetzt nicht so schlecht. Genau, es geht hier um Abigail Logan, die Whisky-Destillerie von ihrem Onkel erbt und in diesen kleinen schottischen Ort zieht, um dort eben die Destillerie auf Vordermann zu bringen, um sie eigentlich zu verkaufen. Naja, und die Ortsbewohner legen ihr so Steine in den Weg und dann gibt es auch noch eine Leiche und sie fängt so ein bisschen selber an zu ermitteln. Es geht sehr, sehr, sehr viel um Whisky, also das muss man wirklich auch mögen. Ich habe viel gelernt in dem Buch über Whisky. Also an sich als Einzelbuch fände ich es vielleicht gar nicht so schlecht, darum habe ich es auch, glaube ich, erstmal behalten. Es ist nur halt so, dass in den folgenden Bänden immer auch sie mitermittelt, obwohl sie keinerlei Ermittlerqualitäten, Erfahrungen hat. Sie wird dann von Bekannten gebeten, wo irgendeine Leiche gefunden wird. Du hast doch bei dir auch mitermittelt, mach das doch bei uns auch. Und das finde ich irgendwie, ach, irgendwie keine gute Grundlage. Darum ist die Reihe für mich beendet, aber das Buch fand ich ganz okay. Auch bei Thalia von den Mängelexemplarständen habe ich mir Two Can Keep a Secret von Karen M. McManus mitgenommen. Da gibt es ja irgendwie mehrere von. Ich dachte auch, das ist Teil einer Reihe, aber das scheinen Einzelbände zu sein. Auf jeden Fall hat mir das Friederike so erklärt. Müsste ich halt irgendwie auch mal zugreifen. Okay, die nächsten beiden habe ich gelesen. Die stehen falsch rum quasi, ne? Von Linda Castillo ist das hier die Kate Burkholder-Reihe. Die Zahlen der Toten ist der erste Band und Blinde Furcht habe ich auch von Thalia, von so einem Mängel-Exemplarständer. Ist, glaube ich, der 7. oder 9. Oh, 13. Nein, es ist der 13. Fall. Genau, ich habe das zuerst gehabt und dann habe ich mir den ersten geholt, um halt zu gucken, wie gefällt mir die Story. Das war schon irgendwie nicht meins, total schade, weil es geht hier um Amische. Also es geht hier um eine Polizistin, die früher selber bei den Amischen gelebt hat, bei denen aufgewachsen ist, sich dann aber von denen losgesagt hat und jetzt halt Polizistin in dieser Kleinstadt ist. Und naja, das wurde halt ganz gerne so angenommen, weil sie eben die Kontakte zu der Amish-Siedlung noch hat. Ja, aber der Fall, das war irgendwie komisch und die Verbindungen und irgendwie war alles ein bisschen seltsam. Das habe ich auch mit Friederike zusammen gelesen und dann habe ich den noch hinterher gelesen. Ich glaube auch mit Friederike, weil die sich dann zufällig auch bei Avel geholt hatte oder so. Ich weiß nicht mehr genau, aber ja, das war irgendwie überhaupt nicht unseres. Von daher ist die Reihe da auch für uns beendet. Aber die behalte ich irgendwie auch noch. Noch habe ich ja ein bisschen Platz. Der Fall Kaltwasser, Franke und Kunert. Genau, ein Kriminalroman. Da weiß ich überhaupt nicht. Ach genau, das spielt in Leer. Darum habe ich das behalten. Leer ist ja eine Stadt, die nicht so weit weg von mir jetzt gerade ist. Und der Fall spielt in Leer. Das ist auch eine Reihe. Und deswegen habe ich die mir einfach mal geholt. Ich glaube aus einem Bücherschrank oder so. Kalter Mond von Gils Blunt. Das sagt mir auch jetzt gar nichts. Ein bizarrer Ritualmord schockiert die Polizei. In einer mit rätselhaften Zeichen versehenen Höhle in den Wäldern wird die verstümmelte Leiche eines Unbekannten gefunden. Okay, das ist ja schon immer, ne? Verstümmelte Leichen mit komischen Zeichen. Könnte was sein. Ja, wenn das so, also wenn mich das Cover anspricht, ich den Autor noch nicht kenne, also da auch noch keine Meinung zu habe, der Klappentext so ein paar Schlagwörter beinhaltet, ja, und ich kriege das Buch günstig, dann nehme ich es mir einfach auch schon mit, ne? Von Lina Arekle, Scherennacht, das habe ich noch recht neu, das habe ich im Juni günstig bekommen für 1 €. Das ist der Auftakt einer Reihe, eine schwedische Krimi-Reihe mit Sofia Hjorten. Ich hoffe, man spricht sie so aus, die eigentlich Stockholm den Rücken gekehrt hat und nun in einer Kleinstadt, in einer Küstenstadt lebt als Polizistin, weil es dort ein bisschen ruhiger ist. Aber natürlich geht ihr Plan nicht auf und da wird eine Leiche gefunden und ich glaube, es ist eine Trilogie und ich dachte, ich kann da ja mal reinschnuppern. Aus einem Wanderpaket habe ich mir dieses Schätzchen hier rausgezogen. Unerbittliches Kreta von Nicola Vertidi, Kommissar Galavakis.
Ich finde es total gut. Ich mag solche regionalen Krimis ja wirklich gerne. Also nicht alle, aber die ich gelesen habe. Doch, ich habe schon einige aus Italien, aus Frankreich. So ein paar hatte ich ja schon und ich mag das wirklich gerne. Und von Kreta, also aus Griechenland, habe ich eben noch gar keinen. Und deswegen klingt das irgendwie total gut. Kalavakis. Der verschrobene Kommissar Hieronymus Kalavakis ermittelt. Ein Griechenland-Krimi zum Wegträumen und eine Reise zu den schönsten Flecken Kretas und in die urigsten kretischen Tavernen. Richtig cool. Klingt doch einfach gut, oder? Ich mag auch das Cover, auch wenn das so Knallfarben sind, so Komplementärfarben auch. Irgendwie hat das was, ne? Finde ich gut. Ja, es ist auch eine mehrteilige Reihe und das ist eben auch der erste Band. Hundstage für Beck von Tom Voss. Ich habe manche Bücher auch wirklich schon lange hier stehen. Der gefallene LKA-Ermittler Nick Beck muss gegen sich selbst ermitteln. Okay, das klingt ja auch irgendwie gut. Das ist auch der erste Fall für Nick Beck und Cleo Turner. Also auch der erste Teil einer Reihe. Ich gucke halt immer, dass ich wirklich auch erste Teile bekomme, ne? Dass der Start auch wirklich ja, erleichtert wird, wenn mir die Reihe gefällt, dass ich eben auch sofort die Ermittler von Anfang an kennenlerne. Das finde ich auch schon immer wichtig, ne? Weil das ist eben für mich ausschlaggebend. Die Ermittler müssen irgendwie stimmen, die müssen was haben, was ich mag, was mich dranbleiben lässt und die Fälle müssen halt irgendwie auch gut geschrieben sein, ne? Deswegen, ja. Das Nordseegrab, das ist so ein bisschen was ganz anderes von Tilman Speckelsen, ein Theodor Storm-Krimi. Das habe ich nämlich erst, glaube ich, gar nicht verstanden und habe es überhaupt gar nicht gesehen. Aber er spielt halt in Husum 1843. Also es ist wirklich ein Krimi, ja, ein historischer Krimi sozusagen. Das fand ich auch total interessant. James Patterson, Mark Pearson, Private London, falsche Schuld. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Überhaupt gar nicht. Die private Ermittler auf der Jagd nach Londons gefürchteten Serienmörder seit Jack the Ripper. Ja, das ist natürlich so ein Aufmacher, der irgendwie neugierig macht. Aber ganz ehrlich, ich kann mich an das Buch hier zum Beispiel gar nicht erinnern. Also manche Bücher stehen ja auch jetzt schon ein Jahr in meinen Regalen. Ich meine, nicht in diesen hier, ne? Das ist ja neu, wir sind ja umgezogen, aber naja, manche habe ich immer schon länger. Geständnisse von Kanae Minato habe ich auf jeden Fall schon gelesen. War wirklich interessant. Also, das muss man können. Das war nicht ganz einfach, aber das war wirklich interessant. Genau, es geht nämlich um die vierjährige Manami, die im Schulschwimmbad tot aufgefunden wird. Und ihre Mutter ist dort Lehrerin und sie hat eigentlich in der Schule gar nichts zu suchen, begleitet ihre Mutter aber und die wird halt tot aufgefunden. Und die Lehrerin weiß, wer der Mörder ist, wer der Täter ist. Die Polizei legt den Fall aber ganz schnell zur Seite und sagt, es ist ein Unfall gewesen. Aber sie weiß, es sind Schüler aus ihrer eigenen Klasse. Weil hier steht was von perfiden, ausgeheckten Racheplan. Und sie setzt die Klasse vor den Ferien fest. Ich dachte, das wäre so ein bisschen geiselnahmemäßig. Das ist es überhaupt gar nicht. Sie erzählt einfach eine Geschichte, die Geschichte, so wie sie denkt, dass das Ganze sich zugetragen hat. Und gibt so ein paar Infos in die Klasse. Und dann erfahren wir, wie das alles so, ja, wie die Klasse darauf so reagiert. Also hat mir auch wirklich gut gefallen. Vincent Cliche, das habe ich auch schon gelesen. Im Auge des Zebras, ein Bösherz-Thriller. Das ist nicht der erste Band einer Reihe. Trotzdem habe ich es richtig gut lesen können. Es geht nämlich um Kommissar Bösherz, glaube ich, der eigentlich schon in Rente ist. Genau, weil eigentlich geht es um Kommissarin Olivia Holzmann und die holt sich jetzt quasi nochmal Hilfe von dem Kommissar Bösherz, der eigentlich schon in Rente ist, für diesen einen besonderen Fall, weil es so ein paar Parallelen gibt zu einem Fall, den er früher mal hatte. Und ja, sie erhofft sich da so ein bisschen Hilfe. Ich habe schon beim Lesen gemerkt, dass es einfacher gewesen wäre, ich würde die anderen Bände kennen, weil ich ja eben diesen Kommissar Bösherz überhaupt nicht kannte. Und es wurde so ein paar Mal Bezug genommen auf ältere Fälle, die kannte ich jetzt ja alle nicht. Aber es hat nicht so wirklich gestört. Der Fall an sich war so, so gut, so interessant. Also ja, dann habe ich auch, weiß ich gar nicht, letzten Sommer, glaube ich, gelesen. Hat mir mega gut gefallen. Ja, dann habe ich hier, das ist auch schwedische, nee, das war Island, ne? Genau, isländische Krimireihe von Jaša Sigurðardóttir. Ich habe es mir einmal vorlesen lassen von Google. Ich habe es bestimmt jetzt schon wieder falsch gesagt, aber das letzte Ritual habe ich zusammen auch mit Frederike gelesen. Ja,
hat uns leider auch nicht überzeugt. Und ich hatte aber schon, da war ich zu schnell, das glühende Grab, die eisblaue Spur und das gefrorene Licht gekauft. Es gibt, glaube ich, noch mehr aus der Reihe. Aber es war irgendwie nicht so das Richtige. Es geht hier um eine junge Kommissarin. Gar nicht wahr, es geht um eine junge Anwältin. Genau. Ja, wir begleiten quasi die Anwältin in allen diesen Fällen. Der erste Fall hier versprach total viel. Es ging nämlich um einen Geschichtsstudenten, der so Hexenkult total gut findet. Und die Polizei glaubt schon, sie hat den Mörder gefasst. Also es wird eine Leiche gefunden. Die Polizei ist sich sicher, dieser junge Mann ist eben der Mörder. Es deutet total viel drauf hin. Und die deutsche Familie engagiert quasi diese Anwältin, um halt ja genauer herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Weil halt von Deutschland nach Island, da ist die Ermittlung halt total schwierig. Sie haben selber jemanden hingeschickt. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Ja, aber der Schreibstil war komisch. Ein paar Gegebenheiten waren eigenartig. Also irgendwie hat es das nicht so gebracht. Ich habe die Reihe noch behalten, weil ich habe ja noch ein paar Bücher und vielleicht habe ich ja irgendwann mal nichts mehr zu lesen. Keine Ahnung, was ich lesen soll. Und dann greife ich da vielleicht nochmal zu. Aber vielleicht gebe ich der Reihe auch ja irgendwann nochmal eine Chance. Manchmal ist ja auch nur nicht der richtige Moment dafür. Aber ja, sie konnte uns halt beide nicht überzeugen. Das heißt für mich eigentlich schon eine ganze Menge. Wenn Friederike es auch nicht mochte, ja, wird schon seinen Grund gehabt haben. So, es geht weiter mit dem nächsten Regal. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, so kannst du alles am besten sehen. Hier habe ich einmal meine Arno Strobel-Romane. Naja, die ich habe, es sind halt eben nur drei. Da war ich im Austausch mit Anka vom Kanal Ankas Geblubber. Die hatte Arno Strobel bei einer Lesung und hat das so ein bisschen mitgefilmt und ich fand den so charismatisch, so toll, wie er das da auf der Bühne gemacht hat, wie er so erzählt hat. Das hat mich wirklich imponiert. Und dann hat Anka aber gesagt, die neuesten Bücher von ihm sind wirklich ein bisschen krass und ich bin ja wirklich zart beseitigt, das weiß man einfach so. Ich sollte mir vielleicht lieber die älteren Bücher anschauen und da hat sie mir halt diese Reihe hier empfohlen und das habe ich dann auch gemacht und habe mir als allererstes die App geholt und das war wirklich gut. Ich hatte auf jeden Fall so ein paar Kritikpunkte an dem Buch, das kann man auch im Lesemonat nachschauen, generell alle Bücher, die ich jetzt hier schon gelesen habe, darüber gibt es immer auch schon einen Lesemonat dazu. Also das kannst du dir auch nochmal genauer angucken. Warum ich jetzt zum Beispiel die Island-Krimi-Reihe nicht gut fand, habe ich da wirklich ganz genau erklärt. An sich die Idee fand ich total gut. Ne? Hier haben wir wirklich so einen Haushalt, der komplett gesteuert wird mit so einem System, was sich mit dem Handy halt steuern lässt, mit so einer Art künstlichen Intelligenz. Und ich wusste überhaupt nicht zu Anfang, wo läuft das Ganze drauf hinaus. Was ist das Problem? Ich dachte wirklich, es wäre so eine KI-Geschichte. Das war es dann am Ende nicht und die Auflösung hat mir nicht so gut gefallen. Aber der Fall an sich war schon spannend. Es war gut geschrieben, es sind kurze Kapitel und auch so immer so ein Wechsel. Ich glaube, wir haben hier auch so einen Perspektivenwechsel, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat mir schon richtig gut gefallen. Sharing ist ja so ähnlich aufgemacht von der Art her. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich habe jetzt vor kurzem erst einen Lesemonat. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich den denn gesehen. Jedenfalls die YouTuberin hat gesagt, dass das hier wirklich der krasseste ist von diesen drei Büchern. Also der hat es wirklich nochmal richtig doll in sich. Ich weiß es echt, ich muss da unbedingt mal zugreifen. Bist du wirklich bereit, alles zu teilen? Teilen ist das neue Haben. Das ist deine Philosophie. So hast du dir eine Existenz aufgebaut und lebst sehr gut damit. Aber was, wenn jemand kommt, der eine ganz andere Idee von Teilen hat, der keine Grenze kennt, dir keine Wahl lässt, der dich zwingt, den Menschen zu teilen, der dir am nächsten steht, auf eine Weise, die alle deine Vorstellungen übersteigt. Naja, und sie sagt, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ich muss mal gucken. Offline dagegen hat mir auch ganz gut gefallen. Habe ich auch, ich weiß gar nicht, jetzt vor kurzem erst, ich glaube im Mai, gelesen. Fand ich gut. Die Idee fand ich total gut. Ich hatte schnell eine Ahnung, wo das Ganze drauf hinausläuft, was da so los ist. Aber es ist wirklich, also ich mag das einfach. Diesen Schreibstil von Arno Strobel in diesen Büchern auf jeden Fall mag ich. Und wenn mir jetzt Sharing auch noch gut gefällt, wage ich mich auch einfach mal an ältere Bücher ran, die laut Anka etwas krasser sind. Vielleicht hast du ja da ein paar Empfehlungen für mich. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Von Jussi Adler-Olsen habe ich eben auch schon zwei Bücher.
mir zusammengesammelt, eben auch aus Bücherschränken, auch verschiedene Formate, das siehst du wohl. Für den Anfang stört mich das nicht. Also wenn ich jetzt super, super gut finde, weil es ja auch eine schöne Reihe ist, die gut im Regal aussieht, würde ich mir die auch alle im gleichen Format holen. Muss man mal gucken. Aber da traue ich mich auch noch nicht so richtig dran, weil das klingt auch wirklich richtig krass, ne? Der erste Fall für Karl Morg, Sonderdezernat Q. Ah, es klingt einfach so ein bisschen krass, ne? Der Albtraum einer Frau, ein dämonischer Psychothriller. Ah, ich weiß nicht. Da kannst du mir auch vielleicht mal was zu schreiben in den Kommentaren. Ob, wie krass das ist, wie schlimm das ist. Jetzt weißt du ja, was ich so lese, ob ich damit klarkomme. Neugierig bin ich auf jeden Fall. So, die Lüge von Matthias Edvarsson. Oh, ich hoffe, man spricht den so aus. Das war eine Empfehlung von Susanne. Und ich habe das schon als Serie geschaut. Das war das, ne? In Schweden. Eine fast perfekte Familie, ein brutaler Mord, drei Wahrheiten. Genau, und ich habe das schon als Serie geschaut. Ich glaube, auf Netflix läuft das. Und das war richtig gut gemacht. Also der Fall, das war wirklich, wirklich gut. Man erlebt quasi den gleichen Tag immer, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Ansichten. Also man erlebt ihn also mit verschiedenen Menschen halt. Und das Ende ist immer das gleiche, aber man weiß ja bis zum Schluss nicht, klar, es gibt immer auch eine Leiche und wer ist da der Täter, weil ja, irgendwie immer alles möglich ist. Und Susanne meinte, übrigens ihren Instagram-Account verlinke ich dir mal unten in der Infobox, dass das Buch noch viel besser wäre und dann ja, musste ich mir das natürlich holen und bin jetzt gespannt. Oh, das hier habe ich auch schon gelesen, von Val McDermott. Ich habe mit den Namen immer Schwierigkeiten, ne? 1979, Jägerin und Gejagte. Genau, das war die Journalistin Ellie Burns. Sehr interessant, mal was ganz, ganz anderes. 1979 ist mein Geburtsjahr, darum hat mich diese Zahl so angesprochen. Das habe ich, glaube ich, auch, genau, von Thalia, von so einem Mängelexemplartisch. Und ja, so eine Jahreszahl springt einen dann an, wenn man da so Beziehungen zu hat, ne? Irgendwie logisch. Aber ich fand es total gut, in diese alte Zeit einzutauchen. Also, ich bin jetzt kein Freund davon, wenn die viel Alkohol trinken und wenn da geraucht wird, aber es ist ja nun mal eine andere Zeit gewesen und dass das da so normal war, ist heute ja schon fast undenkbar. Das war wirklich interessant. Auch der Fall war wirklich gut, deswegen habe ich mir auch dann bei Rebuy, glaube ich, das zweite Buch geholt, 1989, Wahrheit und Tod. Den habe ich jetzt aber leider noch nicht gelesen. Der Jadereiter kommt auch aus einem Wanderpaket von John Burdett. Das ist auch ein Thriller aus Bangkok, genau. Der buddhistische Polizist Son Chai auf der Jagd nach Mördern. Also das klang irgendwie auch total interessant. Und dann gibt es hier noch eine attraktive FBI-Agentin. Könnte irgendwie auch was sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, Kevin Rose, Todesbräute. Kevin Rose und ich werden ja nicht so wirklich warm oder sind es noch nicht geworden. Ich hatte ja aus dieser anderen Reihe... Heißt die nicht auch Rache? War das nicht auch mit Rache? Oder war das Todesherz? Steht das hier hinten drin? Ach, die hatte ich irgendwie auch schon einige hier, auch so vom Flohmarkt. Dann habe ich auch mit Friederike das erste Buch gelesen. Aber wow, ich fand es furchtbar. Also der Schreibstil, wie die an die Sache rangegangen ist. So viel Spice in Thriller. So unnötig, fand ich ganz schlimm. Ich habe sogar weitergelesen als Friederike, weil ich immer dachte, oh, es muss doch noch was kommen. Es kam aber irgendwie nichts und nach drei Viertel habe ich abgebrochen und gesagt, nee, das ist nicht meins. Ich habe die ganze Reihe ausziehen lassen, habe aber das jetzt noch behalten, einfach um zu gucken, ob nicht vielleicht ein anderes Buch eher was für mich ist. Weil Kevin Rose, man kommt ja quasi nicht an ihr vorbei. Irgendwas muss es ja sein. Ja, mal schauen. Eine Chance wollte ich ihr noch geben. So, endgültig von Andreas Plüger. Das ist ja auch hier mit so einem gelben Farbschnitt. Ich glaube, da gibt es auch noch mehrere Teile von. Hier geht es, glaube ich, um einen blinden Ermittler. Ich glaube, irgendwie so etwas. Früher war Jenny Aaron Mitglied einer international operierenden Eliteeinheit der Polizei. Hochintelligent, tödlich, effektiv. Doch vor 5 Jahren endet ein Einsatz in Barcelona mit einer Katastrophe. Seitdem ist Aaron blind. Damals dachte sie, es sei der schlimmste Tag ihres Lebens. Sie hat sich geirrt. Der schlimmste Tag ihres Lebens ist heute. Also das klingt einfach auch so gut, ne? Eine blinde Ermittlerin. Also oh, richtig, richtig gut. Naja, auf der Arbeit haben wir so ein kleines Bücherkästchen, sage ich mal. Da habe ich mir dieses hier mal rausgenommen. Das ist aber auch jetzt schon wirklich was länger her. Von Leon Sachs, Der Zirkel. Sie wollen dich, sie finden dich. Ah, das klingt so ein bisschen
nach The Circle. Kennst du The Circle? Das habe ich da irgendwie mit assoziiert. Ich liege bestimmt total falsch, aber es hat mich irgendwie angesprochen und darum habe ich es mitgenommen. Von Gina Meyer habe ich hier einen Thriller, in guten wie in toten Tagen. Das ist bestimmt so ein bisschen was auf lustig gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ein Junggesellenabschied mit Folgen, was als lustiges Event unter Mädels begonnen hat, wird mit jedem Glas Prosecco gereizter. Am Schluss gibt es einen Toten und keiner weiß, wie der Abend geendet hat. Also ja, keine Ahnung, aber ich glaube, ich auch mal in einem Bücherschrank gefunden. Klingt irgendwie ganz gut. Teufelsnacht von Michelle Pava. Oh, wie gesagt, entschuldige, ich spreche bestimmt alles falsch aus. Genau, das habe ich auch von Thalia, glaube ich. Genau, das ist auch so ein bisschen historisch. 1913. Und hier beobachtet halt, ich glaube, die Tochter ihren Vater bei einem fürchterlichen Verbrechen. Ich glaube, irgendwie so. Ja, und die wächst dann generell nur beim Vater auf. Ja, irgendwie so etwas. Janusmond von Mia Winter. Das ist ein Roman, aber irgendein schwarzer Buchschnitt. Das will schon was heißen, ne? Aber der Grund, warum er hier steht. Es wird sie verändern, wenn ich zu Ende erzählt habe. Wird in ihrer Welt nichts mehr so sein, wie es war. Etwas in ihnen wird sich öffnen und sie bereichern, aber etwas anderes wird auch für immer zerbrechen. Genau, hier geht es um Louison in Südfrankreich. Es herrschen Temperaturen jenseits der 40 Grad, als der deutsche Leon hier ankommt, um seine Zwillingsschwester Lune für tot zu erklären. 10 Jahre ist es her, dass sie in dem Ort verschwand. Ah, okay, so eine Suche nach, ja, der Zwillingsschwester. Ah, ich weiß nicht. Ich habe natürlich auch zu Anfang immer Bücher mitgenommen, wo ich noch gar nicht so wusste, was mir gefallen wird. Ja, eigentlich würde ich jetzt schon sagen, das wird nichts für mich sein, aber man kann es ja erstmal stehen lassen. Von Daniel Cole, Red Doyle, Dein letzter Tag, das spreche ich mir auch total falsch aus, ein Mega-Cover, was so ein bisschen metallisch irgendwie schimmert. Ein Killer versetzt die ganze Stadt in Angst. Dein Name steht auf seiner Liste und mit dem Datum deines Todes. Dein letzter Tag ist nah und fliehen zwecklos. Uiuiuiui. Oh, der Herr sieht aber auch sehr interessant aus. Ja, also das muss man sich halt auch mal anschauen. Ne? Wie gesagt, wenn du Bücher kennst, schreib mir das unbedingt. Nur das Böse von Koti Zahn. Da weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wo ich das Buch her habe. Du merkst, wir kommen hier in Gefilden. Ich habe keine Ahnung. In diesem Moment begriff sie, dass die Frau ihr nicht helfen, sie nicht vor dem Grauen bewahren würde. Im Gegenteil, sie war Teil des Grauens. Die Studentin Julie wird eines Nachts an einem Bahngleis überwältigt, betäubt, in einem Van gezerrt und verschleppt. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich auf einer abgelegenen Farm. Ihr Entführer hält sie für auserwählt und seine Frau Cora hasst sie vom ersten Moment an. Ah, oh, das ist auch schwierig, ne? Aber vielleicht ist irgendwann mal so die Zeit dafür. Also, es ist ja auch so, ich taste mich ja da immer weiter ran. Also wirklich, nach diesen ganzen Todesbüchern von Andreas Gruber bin ich ja auch schon ein bisschen bereiter für etwas mehr. Aber ja, etwas mehr. Man weiß es halt nicht. Lupus Noctis habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Von Melissa Sehill und Anya Starpore. Richtig, richtig gut. Das habe ich auch im Mai. Im März, also irgendwann jetzt vor kurzem gefühlt, das ist ja auch schon wieder länger her, ne, gelesen und ich fand es total gut. Es ist ein Jugendthriller und es geht hier um das Kartenspiel, vielleicht kennst du das, Werwölfe, die Werwölfe aus dem Dunkelwald. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage und hier gibt es eine Gruppe von Jugendlichen, die das Ganze halt perfektioniert haben, die also noch weitere Rollen erfunden haben und die das nicht nur einfach so im Wohnzimmer spielen, sondern sie suchen sich immer verlassene Gebäude dafür aus, so Lost Places mäßig. Und hier steigen sie halt in ein verlassenes Bunkerkrankenhaus ein, um dieses Spiel zu spielen. Naja, und dann passieren halt wirklich so ein paar Dinge, die unvorhersehbar sind. Und naja, so manche Geheimnisse werden gelüftet und aus dem Spiel wird irgendwie bitterer Ernst. Hat mir auch richtig gut gefallen. Also da war ich richtig eingesogen. Zumal ich das Spiel wirklich noch von seinen ganz, ganz, ganz Anfängen her kenne. Da hieß das nicht Werwölfe, sondern Mafia oder Mafioso oder so. Also das war wirklich die erste Version davon. Und mein Sohn hat aber eben auch dieses Werwölfe viel in der Schule gespielt, in Freistunden und so. Also sagte mir auf jeden Fall alles was. Richtig interessant. Ja.
Ja, und hier steht Roman, aber ich würde sagen, das ist jetzt das einzige Horrorbuch, was ich habe. Von Thomas Olde. Oh, wie spricht man ihn denn aus? Heywelt Hex. Das ist eine Empfehlung von Maren vom Kanal Reading with Maren. Die hat das Buch gelesen, hat da so gut von gesprochen. Ich meine, sie hat auch nicht wirklich erzählt, wie gruselig es ist. Sie fand es nicht so gruselig. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr sonst. Sie liest ja auch Stephen King, das würde ich jetzt nicht tun. Aber ja, sie hat da so gut von gesprochen, dass das bei mir einfach hängen geblieben ist und ich bin total interessiert daran. Es geht hier wohl so um ein kleines abgeschiedenes Dörfchen irgendwo am Rande und da lebt halt seit Hunderten von Jahren eine Hexe, die echt wohl eklig aussieht. Die Augen und Mund und so sind zugenäht. Also ich gebe jetzt nur das wieder, was ich noch weiß, was Maren erzählt hat. Und die taucht halt einfach überall im Dorf auf. Also wirklich so überall. Du kannst mit deiner Familie gerade beim Essen sitzen und dann taucht die halt einfach auf. Die macht nichts, die steht nur rum und guckt, aber sie ist halt eben da. Und das Dorf ist so ein bisschen gefangen da. Also keiner, der da geboren worden ist oder der aufwächst, kann das Dorf wirklich verlassen. Keiner darf über diese Dinge sprechen, sonst passieren wirklich schlimme Sachen. Also das ist eben die Ausgangslage. Und dieser ganze Ort hat sich irgendwie gut arrangiert. Es gibt mittlerweile auch eine App für alle im Ort, die genau aufzeigen, wo die Hexe gerade irgendwie ist. Also interessant. Aber dann gibt es eben auch Jugendliche, die halt ja sich darüber hinwegsetzen wollen und die halt eben ja dann doch über die Hexe reden oder irgendwie ihr was antun. So, jetzt sind wir schon beim vorletzten Regal. Hier habe ich einmal von Lucinda Riley, jetzt muss ich mal eben gucken, das siehst du nicht so wirklich gut, Die Toten von Flathouse, ein Krimi-Roman. Also ich habe ja Lucinda Riley geliebt bei den sieben Schwestern und habe danach einfach noch so ein paar Bücher angeschafft. Und das hier ist ja so ein bisschen ein anderes Genre, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Ein Mord in einem englischen Internat, ein Kosmos hinter Mauern und eine junge Ermittlerin, die vor ganz eigenen Herausforderungen steht. Das klingt ja irgendwie schon interessant. Von Ellen Sandberg, Das Erbe, habe ich, glaube ich, auch schon sehr lange. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Mai geholt. Dinge, die uns nicht gehören, Vergangenheit, der wir nicht entkommen. Spätsommer 2018. Und dann gibt es hier auch so eine Rückblende mit München 1938. Also eine Geschichte aus zwei verschiedenen Sichtweisen, aber irgendwie mit so einem Spannungsfaktor halt drin. Von Camilla Lackberg habe ich, oder Leckberg, habe ich hier Die Eisprinzessin schläft. Ist das nicht auch ein schwedischer Krimi? Ich glaube wohl. Ist der erste Band auf jeden Fall einer Reihe. Da habe ich auch mal mit Friederike drüber gesprochen, ob wir das nicht mal zusammen lesen wollen. Ich habe jetzt hier so eine Bildausgabe. Das ist echt nicht so schön, ne? Aber ich glaube, es geht hier irgendwie um eine Ermittlerin. Das steht aber hier hinten jetzt gar nicht drauf. Moment mal. Ich hatte mich jetzt im Juni erst ich glaube, es ist der siebte oder neunte, ich glaube, der siebte Band der Reihe bekommen, der Leuchtturmwärter. Und da steht eben Schweden-Krimi drauf. Also das gehört irgendwie zusammen. Ja, müsste ich halt einfach mal mit starten. Und hier steht nämlich auch drauf, dass es um die Schriftstellerin Erika Falk geht und um ihren Mann Patrick. Und der ist Polizist. Und die beiden ermitteln wohl irgendwie zusammen. Und das werden sie ja vielleicht dann da auch schon tun. Müsste ich halt mal herausfinden. Ja, dann habe ich hier noch sowas, was nach einem Jugend-Thriller-Krimi aussieht. Nicht so wirklich. Für dich soll es tausend Tode regnen von Anna Pfeffer. Ich fand es einfach witzig, ne? Die aus dem Flohmarkt bekommen mit so einem möchtegern schwarzen Buchschnitt. Nicht wirklich. Die Seiten sind halt so schwarz umrandet. Daher kommt das eben. Ja, ist irgendwie ganz witzig gemacht, ne? Passende Todesarten, unpassende Momente und der unpassendste Junge überhaupt. Es geht hier halt um Emi, die sich halt für jeden, den sie kennt, eine passende Todesart überlegt. Und bei manchen reicht ihr Buch halt nicht aus, weil sie so viele Ideen dazu hat. Also, ja, so ein bisschen so ein Jugendding halt irgendwie. Könnte ganz witzig sein. Ja, und dann habe ich hier The Maid, ein Zimmermädchen ermittelt von Nita Prose. Auf das Buch aufmerksam geworden bin ich ja durch Yvonne vom Kanal Yvonnes Leselust, die das Buch gelesen und war total begeistert, weil dieses Zimmermädchen hier schon wirklich sehr, sehr, sehr besonders ist. Sie heißt Molly, Molly Gray. Und Yvonne meint, sie hat so ein bisschen autistische Züge. Und sie gerät hier halt in so einen Mord rein, der halt in dem Zimmer passiert ist, wo sie halt sauber macht und fängt halt so ein bisschen selber an zu ermitteln, auf ihre ganz eigene Art eben. Und ja, das muss urkomisch sein, richtig gut, so ein bisschen schwarzer Humor und gut geschrieben sein. Das ist, glaube ich, ja auch eine Reihe, da gibt es ja noch mehr Bücher zu. Und ich freue mich da auch eben schon mega drauf, die Geschichte zu entdecken.
Ja, dann habe ich hier so ein paar Bücher. Das sind alles so Regionalkrimis. Das habe ich auch vor kurzem erst so richtig verstanden. Also das sind alles Krimis, manchmal auch Bände. Also manchmal gibt es auch mehrere Teile dazu. Aber der Verlag bringt halt nur Krimis raus zu einzelnen Regionen quasi passend. Und das fand ich irgendwie auch interessant. Von daher, ich habe jetzt hier noch eine bunte Mischung. Ich weiß nicht, ob ich die alle wirklich lesen werde. Ich muss einfach mal gucken. Es ist ja auch dann immer bei Rache des Sub so, dass ich ja nochmal einen Blick drauf habe und dann mich nochmal entscheide. Hier ist einmal von Martina Aden, der Klunchemord. Das wird ja irgendwas Ostfriesisches sein, oder? Logisch. Ja, ein Ostfriesen in Gritsiel. Ja, oh, das ist ja alles hier, wie gesagt, nicht so weit weg. Lass mal daneben liegen. Dann haben wir hier einen Speyer Geheimnisse, einen Krimi, der ja dann klar in Speyer spielt. Hier haben wir als nächstes Kommissar Pavarotti spielt mit dem Tod von Elisabeth Florin. Das Ganze spielt im kleinen Bergdorf bei Meran. Dann haben wir hier Rapunzels Ende von Eva Klinger. Das ist ein badischer Krimi. Der falsche Friese von Martina Aden. Das könnte auch wieder was Ostfriesisches sein. Friesische Halbinsel. Ja, steht was Genaueres. Deich. Nordsee. Jo, passt alles. Keine Ahnung. Ich werde da herausfinden. Ein Köln-Krimi, falsche Herzen. Und hier haben wir noch einen Insel-Krimi von Åke Aukjes. Claesson heißt der hier. Und der spielt auf Borkum. Ja, also irgendwie schon interessant, ne? Ich muss einfach mal rein. Das sind alles verschiedene Autoren. Die können ja auch alle unterschiedlich vom Schreibstil sein. Aber die Idee finde ich schon irgendwie ganz gut. Und naja, diese hier habe ich jetzt ja. So, dann geht es weiter mit Kommissar Dupont. Kann ich ja mal ein bisschen drehen. Hier habe ich ja auch verschiedenste Ausgaben einfach zu. Ich weiß gar nicht, bretonische Verhältnisse ist, glaube ich, der, ne, ich dachte, Vermächtnis, da ist Verhältnisse. Sagen, das ist doch der erste Fall, oder nicht? Bretonische Verhältnisse ist also der erste Fall für Kommissar Dupont und das hat mir einfach richtig gut gefallen. Ich bin ja kein Fan von Frankreich. Das klingt immer so ganz hart, aber Frankreich, da hat mich noch nie was hingereizt, noch nie was hingezogen irgendwie. Keine Ahnung, aber hier jetzt die Bretagne wird so malerisch beschrieben. Es muss so ein besonderer Landstrich sein. Also richtig, richtig, richtig toll. Wir haben immer auch eine Karte hier, dann kann man immer genau nachschauen, wo das Ganze jetzt gerade spielt. Und der Kommissar ist irgendwie auch toll. Also der ist jetzt nicht ganz so besonders, aber der ist irgendwie, der ist schon toll. Der ist eigentlich ein Pariser, ist aber in die Bretagne versetzt worden. Und als Bretone zählt man halt irgendwie nur, ja, so ähnlich wie in Ostfriesland. Wenn die Oma hier begraben ist, dann bist du ein Ostfriese. So ähnlich ist das irgendwie da auch. Ne? Bist du nicht da geboren, wirst du niemals dazugehören. Er bleibt immer der Typ aus Paris irgendwie. Ja, und diese ganzen Eigenarten, die er alle dort erfährt von der Bretagne, von den Leuten, von der Landschaft, die erleben wir halt mit ihm zusammen dort. Jedes Mal geht es um einen anderen Ort, jedes Mal gibt es um andere Besonderheiten. Es gefällt mir einfach richtig gut. Der erste Band geht um Gemälde, ums Fälschen und um ja, Künstler halt und solche Sachen. Das hat mir richtig gut gefallen. Die Brandung habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Das ist ja der zweite Teil. Hier geht es irgendwie weiter raus aufs Meer. Steht hier noch irgendwie was? Ach, ich weiß nicht. Habe ich da auch schon mal was mit Salz, also mit so, ach, das ist der Stolz, glaube ich. Bretonischer Stolz, oder? War das das mit diesen Salzwiesen? Sind das ja nicht? Ich habe auch nicht alle Bücher. Ich habe schon mehr. Ich höre die alle als Hörbücher und ich habe eben auch schon mehr gehört, als ich jetzt hier habe. Also ich höre den richtigen Reihenfolge. Den habe ich noch nicht gehört. Den achten, da bin ich noch nicht. Ich glaube, den fünften habe ich jetzt. Ich müsste jetzt mit dem sechsten quasi weitermachen. Aber es ging irgendwie auch schon mal um die Salzgewinnung. Es ging irgendwie schon um so mystisch-magische Sachen. Das ist, glaube ich, hier bei Stolz kommt das drin vor. Also so eine. Ja, so ein alter Aberglaube, der da irgendwie vorherrscht. Und ach, es ist einfach richtig gut. Ums Schmuggeln ging es schon. Also es sind irgendwie verschiedene Themen, die hier so abgearbeitet werden. Und alles in der Bretagne hat mir einfach mega gut gefallen bisher. Ja, und die Reihe werde ich noch treu bleiben. Ich werde mir die Bücher aber jetzt nicht alle noch kaufen. Wenn ich mal einen auf dem Flohmarkt sehe oder im Bücherschrank, dann nehme ich mir das mit. Aber die Reihe werde ich jetzt nicht unbedingt vollständig hier zu Hause haben. Die höre ich halt eben alle als Hörbücher. So, ein paar Bücher haben wir noch ganz unten im Regal. Da ist jetzt nicht mehr viel. Hier
Hier vorne ist es meine Nele Neuhaus-Reihe mit Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff. Einige habe ich schon aussortiert. Die hier sind quasi auch aussortiert. Ich werde einfach nur, ups, jetzt fahren sie auch schon um, Schneewittchen muss sterben behalten, was der einzige Band ist, den ich wirklich gut finde. Ich hatte mich an diesem Jahr der Reihe gewidmet, aber bin ja nur bis Juni gekommen. Im Juni habe ich das Buch endgültig abgebrochen und auch die Reihe jetzt. Ich mag die Kommissare einfach nicht. Ich finde die Fälle nicht so besonders. Sie sind okay, aber eben nicht so besonders. Und Schneewittchen muss sterben war wirklich gut. Also wenn dich irgendwie ein Band, also wenn du einen Band lesen möchtest, dann lest den. Du musst auch nicht die Vorgeschichte der Kommissare kennen. Die sind wirklich austauschbar. Nicht so, dass man irgendwie wissen muss, was sie alle schon erlebt haben. Es reicht, wenn du dieses Buch hier liest, weil dieser Kriminalfall ist wirklich, wirklich gut. Im Zweifel gegen den Angeklagten. Ich will hier auch jetzt nichts erzählen. Ich muss mal eben gucken, was hier hinten drauf steht. Genau, vor vielen Jahren verschwanden nämlich zwei Mädchen in diesem kleinen Taunusort, wo das Ganze ja immer auch spielt. Und jetzt wird halt der ehemals Verurteilte, kommt wieder auf freien Fuß und hat es halt nicht leicht in dem Ort. Ne? Alle wissen natürlich, was passiert ist. Er sieht zum ersten Mal, was aus seiner Familie geworden ist, die es auch nicht ganz so leicht hatte. Und er beteuert nach wie vor seine Unschuld und Pia Kirchhoff, eine der Mittlerinnen, glaubt daran. Und naja, dann passieren wieder komische Sachen und der Fall wird irgendwie mehr oder weniger neu aufgerollt und dann kommen andere Sachen zum Tragen und naja, wer Schneewittchen ist, ist nachher wirklich sehr interessant. Ja, die anderen beiden Bücher stehen hier quasi nur noch, weil sie hier stehen. Die Leben und die Toten habe ich noch gar nicht gelesen, genauso wenig wie Böser Wolf, aber die bleiben auch ungelesen und werden auch so aussortiert, weil wie gesagt, mit der Reihe bin ich durch, ich mach nicht weiter. So, dann nehme ich dich einmal mit hier hinten zu der Ecke. Sup, sup, sup. So, hier haben wir noch vier Bücher. Die Unmöglichkeit bei Tag die Liebe zu finden ist, glaube ich, mehr eine Fantasy-Geschichte von Ray Herrmann. Siehst du, hier sind so Särge drauf. Man sieht das gar nicht, ne? So siehst du das. Also irgendwie geht es hier, glaube ich, auch um Vampire. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ja. Doch, war ein Vampirroman. Also eigentlich könnte ich es lieber zu Fantasy packen, ne? Aber irgendwas hat mich damals, dass ich es hier gelassen habe, bei dem auf dieser Seite. Ich lasse es mal noch stehen. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Von Michael Kleeberg habe ich hier Dämmerung. Das Buch wurde mir mal vom Autor zugeschickt als Leseexemplar. Ich bin aber auch noch nicht dazu gekommen. Es gibt schon berühmte Romane von ihm, Karlmann und Vaterjahre. Und das hier ist jetzt der nächste. Und ja, ich muss mich da einfach auch mal drauf einlassen. Dann mein einziger Fitzek, und zwar Mimik. Ich habe noch gar keinen Roman von Sebastian Fitzek gelesen. Es ist auch so, ne, dass ich da so ein bisschen Respekt vor habe und nicht so genau weiß. Und ich will jetzt erstmal mit diesem Buch anfangen, um so ein Gefühl für den Schreibstil zu bekommen. Mein Gott, er wird ja gefeiert und er hat so viele Fans und da muss ja auch was dran sein. Ich bin mir sicher, es ist auch was für mich. Aber naja, ich will jetzt erstmal mit diesem Buch jetzt hier starten und dann mal sehen, wie mir das gefällt. So, und das letzte Buch aus meinem Krimi- und Thriller-Regal ist dieses hier. Das habe ich mir auch aus einem Wanderpaket genommen. Oder ich glaube aus dem Needful Things Wanderpaket. I Saw a Man von Owen Shears. Das klingt einfach so, so, so interessant. Also hier ist es irgendwie so, dass Michael Turner das Haus der Nachbarn durch die Hintertür betritt und in dem Moment sich sein ganzes Leben ändert. Das steht hier hinten drauf. Und das, ja, kann alles heißen, kann nichts heißen, aber es klingt irgendwie gut und hat mich total neugierig gemacht. So, ja, das war also jetzt mein Krimi-Thriller-Regal. Ich stehe mal eben auf und zeige das nochmal so in Gänze. Da oben haben wir angefangen, bis da unten sind wir gekommen. Da steht jetzt noch das Stativ. Und ich glaube, das reicht fürs erste Video, oder? Ich glaube schon. Bei Fantasy weiß ich gar nicht, ob wir da vielleicht zwei Teile rausmachen müssen. Wenn ich immer so viel quatsche, dann müssen wir das vielleicht wirklich mal überlegen. Wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare, welche Bücher du schon kennst, welche Reihen du mir empfiehlst. Vielleicht hast du auch ganz andere Reihen, die du mir jetzt empfehlen kannst. Du hast jetzt ja so ein bisschen gehört, was ich bei Thriller und Krimis so mag. Vielleicht hast du irgendwas anderes noch, wo du sagst, Yvonne, wenn du das und das magst, dann wirst du dieses hier auch auf jeden Fall mögen. Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich von meinem ersten Teil der Buchschranktour. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.